So, mittlerweile ist es nach 8:30 und das Frühstück ist bereitet. Die Campingplatzkatze Oskar. Ja, ist ein feiner, wa? Das sind die Beine von der Conny, aber die möchte nicht mit drauf. Was denn? Ja, was denn? Ja, guten Morgen, wa? Kurz vor 10:30 konnte ich mich jetzt losreißen, loszufahren. Ja, gemütlich neue Frühstück, Plausch gemacht. Jetzt ist es auch schön sonnig. Bestes Radfahrwetter. Ja, ein wunderbarer Sonntagvormittag, beste Radlwetter. Ja, kommen wir nach Zeutschow. Damit Strelow erreicht, die ersten 10 Kilometer geschafft. Potzlow! So, damit komme ich gleich zum Dreiseenblick, kurz hinter Potzlow. Man erahnt es noch, Potzlower Seenblick. Da sehen wir sie mal alle im Überblick. Ich hoffe, der Wind zerstört nicht wieder alle. Oh, hier steht so einiges über die Entstehungsgeschichte. Hinterlassenschaften der Eiszeit. Ja, leider trübt sich das jetzt etwas ein. So, mal sehen, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich bis Angermünde. Mal schauen. Ah, hier noch ein paar Erläuterungen zu den Pflanzenschätzen der Uckermark und
unter anderem gibt es hier märkisches Schwingelschilf, Sumpfengelwurz, Wiesenküchenschelle und graue Skabiose. Also viel zu entdecken hier. Und willkommen in Fergitz. Ja, die Hügel der Uckermark. Immer wieder schön. Ein letzter Blick auf den Oberuckersee. Oh, und hinter mir wird das richtig grau. Eieiei, da werde ich wohl doch die Regensachen anziehen müssen. Schade, sah heute früh so schön aus. Naja. Und damit in Sukko. Der Kampf gegen den Regen hat begonnen. Wer ist schneller? Stegelitz. So, hier rechte Hand müsste gleich die Dorfbrauerei kommen. Kam neulich mal ein Bericht im Fernsehen drüber. Hier müsste das sein. Schade, Gartenbistro hat wieder zu. Ich glaube, da läuft nicht mehr viel. So, dann queren wir gleich die Autobahn. Prenzlau, Berlin, hier die Richtung. Thank you.
mittlerweile in Steinhöfel. Noch regnet es nicht. Mal abwarten. Gerade noch den anderen Camper getroffen. Der ist heute früh vor mir eine halbe Stunde eher los. Blumenberger Fischstäche gleich. So, das haben wir geschafft. 47. An den Blumenberger Fischstächen mal wieder. Na, ist auch gleich um 1 Uhr, werde ich bald eine Pause machen, hier noch nicht. Wahrscheinlich dann am Taubenturm oder irgendwie zwischendrin. Da ist der andere Camper vom Prenzlauer Camp Solaris. Er fährt jetzt über Angermünde und nach Eberswalde dann. Oh, ich mache hier noch ein bisschen Pause. Mal sehen, sieht so aus, als ob es gleich ein paar Tropfen gibt. Vielleicht habe ich das genau richtig abgepasst hier. Na, ich fahre mal weiter. Regenradar sagt nichts. Schauen wir mal. Dafür habe ich jetzt leichten Rückenwind. Auch nicht schlecht. Kommen wir nach Wollitz. Kurzes Päuschen hier am Kaffeekonsum in Wollitz. Bei einem erfrischenden Störtebäcker. Ja, und wenn das Wetter mitspielt, fahre ich genau. Mal schauen. Ansonsten vorher in die Bahn. Weiter jetzt. Hinter mir klart es ja ein bisschen auf jetzt. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Der Wolletsee. Ja, die Temperatur hat jetzt merklich angezogen, kältemäßig. Habe ich mir mal die Thermojacke noch mal drüber gezogen. Ganz schön frisch jetzt. So, und heute fahre ich mal anders. Über Altkünken und Althüttendorf. Der Abzweig ist hier. Rechts wird es jetzt nach Glambeck weitergehen. Mal eine neue Strecke. Oh, schöne Hütte hier. Könnte man übernachten. Ja, eigentlich ist hier so ein Streifen, aber der wird immer schmaler. Äußerste Vorsicht.
Und hügelig ist es wieder. Aber alles mal mit dem großen Blatt zu fahren, bis jetzt. Wollen wir nicht verschweigen, geht es natürlich so eine scheiß Platten entlang. Naja, ist belagmäßig nicht die beste Strecke, aber landschaftlich schön. Mal was anderes. Alt-Künkendorf. Natürlich feinste Kopfsteinpflaster hier. Oh. Aber es gibt hier so einen halben Fußweg. Bis auf die Baustelle da. Naja, die Straßen werden nie besser. Hier ein bisschen Beton. Vorne sieht schon wieder aus wie Pflaster. Schauen wir mal, was das gibt. Kirche in Alt-Künkendorf. Und hier geht's weiter nach Alt-Hüttendorf. Gut, mit Bitumen überzogenes Pflaster. Es geht. Und die Sonne zeigt sich wieder. Jawohl. Herrliche Hügel hier. Leider viel Sonntagsverkehr. Rentner und Berliner. Die fahren wie die Hottentotten. Ganz schöne Huckelchen hier. Oh, müsste jetzt schon fast Barnimer Land, Schorfheide sein, keine Ahnung. Aber schön. Straße nicht die beste, aber Landschaft toll. Und hier gibt's Honig aus eigener Imkerei in Grumsin. Da ist es. So, ich fahre mal kurz hier an den Grimnitzsee ran. Oh, schönes Plätzchen hier, aber leider alles verboten. Zelten und so weiter. Da ist eine Löschwasserentnahmestelle. Oh, hier so ein schöner Rastplatz. Aber Zelten ist hier verboten. Das ist eine Löschwasserentnahmestelle. Und das ist auch nicht der Grimnitzsee, das ist der große Gruminsee hinter mir. Ein Wetter. Immer wechselhaft. Eben kalt. Jetzt ist es wieder warm. Jacke an, Jacke aus. Neugrimnitz. Empfängt mit super Asphalt. Ja, jetzt ging es hier ein Stück parallel zur Autobahn, aber ganz entspannt. Fahr ja nicht auf der Autobahn. Und schon sind wir in Alt-Hüttendorf mit eingeschränktem Winterdienst. Naja, die Nacht war ja frostig. Hier ist dann der Grimnitzsee. Deswegen Alt-Hüttendorf, hier scheint es Bergbau gegeben zu haben. Ah. Jetzt hier lang. Okay, wir haben es gefunden, den richtigen Weg. Sehr schön. Grob steuere ich jetzt Eichhorst entgegen. Ich umgehe somit Joachimsthal, weil die andere Seite vom Werbelinsee entlang. Also den sehen wir ja nicht groß, weil ich da durch den Wald fahre. Die Tür mal schön auf, ab, aber alle gut fahrbar.
alte brandenburgische Feldsteinstraßen vom alten Fritz erbaut. Aber ich stoße hier gleich wieder auf eine richtige Straße. Kurze Stücke nur gewesen. Und weiter die Kopfsteine entlang. Naja, ist ja nicht viel. 4-5 Kilometer. Den Hommers. Und jetzt ist hier schotterig. Durch die Forstwirtschaft alles schön festgefahren. Oh ja, anspruchsvolle Gelände heute. Herrlicher Wald hier und keine Menschenseele. So, Altenhof noch 2, Eichhorst 9. Ja, ist eigentlich eine super Alternative zu der anderen Seite über Joachimsthal. Ich meine, ist zwar Schotterweg, teilweise Pflaster, aber landschaftlich sehr schön. Und kaum Leute hier, keine Straße. Gut, die Autobahn geht da hinten parallel, aber hat man ja nichts mit zu tun als Radfahrer. Feinste Gravelstrecke hier. So lieben wir das. Der nächste Anstieg. Ei. Kriegsgräberstätte für 22 unbekannte Sowjetsoldaten, ermordet als Kriegsgefangene. Altenhof. Für das Schild muss ich mal anhalten, weil das die Rücke hier auf dem Kopfsteinpflaster wollt ihr nicht haben. Na, kommen wir nochmal an den Werbelinsee. Uferpromenade. So, der Regen hat mich eingeholt. Scheiße. Am Werbelinsee. Kicken, ob hier irgendwo ein Schutzdach ist, bevor das richtig losgeht, weil hinter mir ist eine riesen schwarze Wand. Das willst du ja nicht haben. Aber schön am Wasser hier. Machst zwar kein großes Tempo bei dem Weg, aber macht Laune. Also lässt sie sehr gut hier fahren. Staune. Wunderbarer Weg. Es kommt auch noch Wind auf, aber zum Glück von hinten. Oh, da zieht sich zu. Schnell raus hier. Ach, hier oben ist ein Campingplatz. Campingparadies Berolina. Ach, seht ihr ja hier oben alles grau. Jetzt geht der Hagel los hier, meine Herren. Scheiße. So, gleich Eichhorst erreicht, da weiß ich, dass es eine Schutzhütte gibt.
So, mal im schützenden Wald. Rechts neben mir der Finow-Kanal. Und da kommt gleich die Brücke, wo ich rüber muss. Oh. The Bridge. Da ist meine Schutzhütte. Oh, Zeit für eine Pause langsam. Das ist übrigens nicht der Finow-Kanal, sondern der Werbelin-Kanal. Nur, dass wir das mal festhalten hier an der Stelle. Ja, altbekannte Hütte. Jan und Olli werden die kennen. Hier haben wir schon mal Pause gemacht. Ich warte mal noch ein bisschen ab. Letzten Tropfen kommen jetzt, Hagel scheint vorbei zu sein, aber wir müssen nichts provozieren hier. Es ist jetzt, oh, lasst mich gucken, 16.15 Uhr, also wir haben noch genug Zeit. Ich denke mal, bis Bernauwerk fahren und dann mit dem Zug durch Berlin brauche ich nicht. Das Regengebiet scheint vorbei zu sehen. Hier hinten klart es auf. Naja, dreiviertel Stunde hat sie gedauert. Der Sattel ist patschenass. Naja, den kriegen wir gleich trocken. So, Stündchen später, Sonne wieder da. Bestes Sonnenwetter jetzt, gibt's ja nicht. Der blanke Hund. So, die Schleuse Eichhorst. So, guck mal, Lena Rosenbeck. Müssen wir mal ein bisschen Tempo machen, dass es wieder warm wird. Boah, richtig eisig. Rosenbeck. Schon sind wir an der Schleuse. Ein Eichhörnchen auf dem Weg. Oh, kommen wir gleich beim Schleusengrafen vorbei. Restaurant Schleusengraf, leider geschlossen heute. Geht's zur Gräfenbrücker Schleuse, aber wie gesagt, da ist Umleitung. Deshalb bin ich von da gekommen. Ja, na, dann fahren wir hier durch. Ist ja auch schon spät. Ja, nicht lange aufhalten.
Weiter geht's. Bernau, 23 Kilometer noch. Ja, hier Richtung Lobetal ist der Radweg natürlich nicht mehr ganz so okay durch hochgekommene Wurzeln. Wieder eine der beschissenen Autobahnüberfahrten hier mit Pflaster. Boah. Ja, der zieht sich hier bis Biesental. Lobetal. 18:20. Kurze Pause nochmal, kurz vor Biesental. Ja, wenn ich den Zug jetzt nicht schaffe, kann ich ohne Schmarrn. Hier ist kein Internet, kann ich nicht im Fahrplan kicken. Naja. Das ist übrigens die Hütte, wo ich bei einer meiner Sommerradtouren mal gepennt hatte. Ich weiß nicht, ob der Platz bekannt ist. Das Rodel. Und hier der Radweg Berlin-Usedom. So, kommen wir gleich zur Wehrmühle. Oh, jetzt kam gleich der Mann mit dem Hammer bei mir. Ganz in Ruhe machen jetzt. Das ist er. Oh. Na, mal gleich im Biesental. So, Biesental erreicht. Ich werde jetzt in Biesental schon in eine Bahn gehen. Weil sonst muss ich in Bernau zu lange warten. Den Zug schaffe ich denn nicht mehr. Hopp, ich weiß, halbwegs in der Dämmerung noch nach Hause. Damit kommen wir gleich zum Bahnhof. Endziel erreicht für heute, Biesental. Jetzt geht's noch mit dem Zug nach Hause. Reicht für heute. Es ist auch schon kurz nach 7. Die andere Tante hier dazwischen gequatscht. Also war ein schönes Wochenende in Prenzlau. Grüße nochmal an Conny, war wieder super bei euch. Oh, ich mach's kurz. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.